Willkommen zu einer weiteren Folge 7 Days to Die mit eurem Striker und einem wunderschönen guten Morgen, Daniel. Es ist 4 Uhr, es ist Tag 67. Ja, ihr habt richtig gehört, Tag 67. Ihr werdet gleich sehen, wo Tag 66 geblieben ist. Ich bin hier in einer Nitratmine, habe Kohle auch gefunden. Besser geht es gar nicht. Jede Menge Kohle, jede Menge Nitrat, sogar ein bisschen Stein ist dabei rausgekommen. Das heißt, wir können zu Hause Munition machen. Jetzt müssen wir noch mal gucken, wo der Ausgang oder der Eingang war, weil war irgendwie mittendrin, da ist er, ne? Das Nitrat hier oben habe ich absichtlich nicht abgebaut, weil ich immer Muffen habe, dass das Ding einstürzt, ne? Davor habe ich immer ganz, ganz große Muffen, wenn ich ehrlich bin. Darkness Vollstaffel ist mir das eigentlich regelmäßig passiert. Jedes Mal, wenn ich irgendwie irgendwo was gebuddelt habe oder so, ist es mir zusammengekracht. So, ich bin zu Fuß hier, ohne Auto. Ihr werdet auch gleich erfahren, warum das so ist. Ich hatte eigentlich mehr oder weniger die Schnauze voll von, ja, wir müssen mal zusehen, dass wir den Graben halt dementsprechend hier rumbuddeln und ja, müssen mal gucken und irgendwann und ja und blub und dies. Ich habe es jetzt einfach gemacht, ne? Runter bis auf da, wo das Steinfundament kommt, habe ich gemacht. Nur jetzt kommen wir wieder rein und noch raus mit dem Auto. Müssen wir mal gucken, ich habe jetzt eine Brücke gebastelt. Das werden wir jetzt machen, wenn wir unten waren und die schmelzen dann noch unter den Damen und Cheesepulver geschmissen haben, müssen wir natürlich aber hier erstmal wieder ein bisschen ausgehen haben. Ja, immer dieses lange Jahr irgendwann und wenn ich ehrlich bin, hatte ich eigentlich die ganze Zeit mit dem Vierer Erdbohrer keinen Bock und dieses und jenes hier, das ist das ganze Resultat. Also ich habe nicht alles weggebuddelt, bis auf das Lehm, den Lehm ja. Warte mal, das machen wir anders. Ordentlich. Weil das kann mit runter, ne? So, hier ist die Brücke, die ich gebastelt habe. Eisen war ja auch irgendwo drin. Das habe ich jetzt aber nicht ganz genau mitgekriegt, wo es war. Ein bisschen Blei habe ich auch einmal ganz kurz gefunden. Aber das war mir nicht wichtig, ne? Ja, irgendwann mache ich den Aufgang hier auch noch. Damit das da auch passt, ne? So, oh wow, alles aus. Alles aus. Erstmal müssen wir mal. Den kann man leider nicht irgendwie stapeln. So. Das mal das ganze gerade weg. So, so. Na ja, gut. Dann ist das halt nicht mehr. Ne? Mehr sollte sein müssen, ne? So, dann. Hier auch noch mal ganz kurz das Leben noch mal rein. So. Machen wir hier einmal eine. Halbe. Im Grab. Einmal. Dadurch, dass wir eh nur 6 Fächer haben, ne? So, ja. Zack, einschalten. 100 Minuten. Perfekt, oder? Das gleiche Spiel hier noch einmal in grün, weil wir haben ja 3, ne? So. Abmarsch. Weil wir so viel davon haben. Was sind jetzt hier auch noch mit?
Ey. So. Dann kommt das gleich wieder mit hoch. Das ist noch rein. Wenn wir, glaube ich, jetzt nicht benötigen. Messing hatte ich auch angeschmissen. Da können wir das dann gleich wieder mit einschmeißen. So, Kollegas. Nein, ich wollte das mal erstmal brauchen. Erstmal brauchen wir. Das, ne? So. Und dann hätte ich gerne wieder. Das. Das ist sehr schön. Und genau das gleiche machen wir. Auch. Ah, okay, ich wollte sagen. So, und hier ebenfalls das gleiche. So, jetzt können wir dann nochmal einmal Stahl. Noch einmal. So. Können wir ja gleich wieder was reinballern, ne? So. Boah. Ey, das haben wir, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, raus. So, komm, hier, Lehm. 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 Eisen. Lehm. Eisen. Und da ist Messing am Schmelzen, ne? So. Sieht das ja schon mal nicht schlecht aus. Jetzt müssen wir als nächstes wieder Dings holen. Bumse auch noch. So. Wollen wir Stein. Einschalten. End. Feuer. Einschalten. End. Feuer. Und hier einmal das gleiche und dann Feuer. Lässt das auch. So, welche Steine haben wir denn gekriegt gehabt? 5. So, komm. Das ist nicht umsonst. Sehr schön. Sehr schön, das läuft alles. Das ist schon mal super. Schießpulver sind wir am machen. Das läuft alles. Sehr schön. In Ordnung. So. Zement ist am Kreuzbolz und Eisen. Stahl. Warte mal, hatten wir hier noch irgendwas übersehen? War nicht schon einmal was drin? Nein. 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 Ja, komm. Gleich das gleichen Dinger da durchmachen und dann ist gut, ne? So, auf geht's. Machen wir unser Zuhause. Nochmal zurück. Das Ganze noch einmal zurück. Das brauchen wir. So. Das brauche ich nicht da oben. Also Kohle und Nitrat ist auch relativ gut steinergiebig, ne? Habe ich jetzt festgestellt. So, Schießpulver ist am Markt. Würde ich ehrlich gesagt gleich jetzt wieder oben für die Pistole noch mal für die Maschinengießen. So, weil Schießpulver haben wir erstmal noch, ne? Dann noch
übertreiben, ne? Weiß nämlich nicht, wie die ganze Scheiße aussieht. Oh, warte mal, wir bräuchten ja 300, 3, 6, 900. 900 pro Pistol. Wir haben 5. 5. 5 mal 9. 5 mal 9, 18, 9, 18, 27, 36, 45 Pakete, ne? 30. Ja, doch, komm, dann mach das. Dann sind wir nämlich gerade erst bei 40. Ja, doch, komm, mach fertig. Ja, wie immer, ne? Messing. Messing, Messing, Messing. So, das habe ich jetzt gemacht, weil ich gerne hier noch Bikes habe. Deswegen habe ich die hier nochmal mitgenommen. So, das erstmal da wieder drüber. Okay. So. Genau, das brauchen wir. Und das haben wir. Und dann brauchen wir erstmal das Rappel im Karton. Ich weiß nämlich jetzt noch nicht, wie das so für uns laufen wird. Aber ich jetzt ein bisschen kaputt aussehen wird. Wenn ich ehrlich bin. Die Geschichte. Da machen wir auch mal. Nein! Mist, ey! Warum fällt denn das Garagentor dann raus? Naja, gut, jetzt hier nehmen wir. Boah! Warum willst du da nicht rein? Dann haben wir ein neues Garagen verloren. Das war ja gerade wieder ein bisschen komisch, ne? Okay, dann gehen wir nochmal rein. Rinder. Und Garagentor. Ja, genau, die elektronischen kann ich noch nie bauen, ne? Eisen, mechanisch und Schraubenfeder. Eisen, Schraubenfeder und mechanische Teile. Und dann Garagentor. Das war's, ne? Beenden, damit wir uns hier fällt noch mal so bald Backfire, ne? Hab ich die Brücke jetzt dabei? Ja, die Brücke haben wir dabei. So, nee, das wollte ich, Kollege. Damit das jetzt hier so einigermaßen wird, müssen wir das ganz kurz einmal. Ja, irgendwas haut da in der Ecke gerade nicht hin, ne?
5-5, ne? Das passt ja jetzt schon. So, dann. Oh ja, jetzt ist das wieder so ein Scheißding. So, das habe ich aus meiner Erfahrung gelernt, Leute. Das ist so. Nicht mehr. Denkfehler, Denkfehler, Denkfehler. Und zwar. Brauche nämlich einen Punkt zum Anvisieren, ne? Damit. Okay, das würde so wunderbar gehen, ne? Nur einen höher. Ja, natürlich. Was mir jetzt wieder auf den Strich geht. Den brauche ich eigentlich immer selber lieber. Keine Lust mehr drauf. So. Ja, drüben habe ich halt alles aufgewertet, ne? Da steht alles repariert, aber da passt schon. Okay. Jetzt gerade gar nicht, warum ich das so rum machen wollte. Ne? Das würde so perfekt passen, ne? Aber ich glaube, es liegt an unseren Laufstein, ne? Glaube ich hier auch nicht das. Habe ich so rumgewuselt immer, ne? Aber schön. Dann sieht das auch mal, ja. Nein. Genau so, ne? Ja, okay, komm, ist einleuchtend, ne? Ist völlig einleuchtend. Und 5 sogar, ey, aber haben wir richtig Dusel, ey. Schön, sehr schön. Nur noch wieder 100 Tore hinkriegen, ne? So.
machen wir schon mal die Ecken. Weil die müssen ja wieder austrocknen. Ne, müssen wir austrocknen. Wollen ja noch Beton, ne? So eine Kleinigkeit hier, ne? Das ist hier absoluter Hammer. So eine Kleinigkeit, wo du echt wieder denkst, dann denkst und denkst, ah, warum will das jetzt wieder nicht? So, dann haben wir das. Und dann würde ich mit euch ehrlich gesagt unsere Hauptfront, ne? Glück haben, kriegen wir das Garagentor leider wieder zusammen mit uns, also zusammen rein. Einfach stimmt hier draußen. Ihr habt da einen Brumm auf dem Ohr. Gerade der Hammer. Irgendwas ist hier gerade zugange. So, dann haben wir das jetzt auch schon mal angefangen. Ne? Munition ist am Laufen. Das Schießpulver ist am Laufen. Ne? Munition ist auch am Laufen. Für unsere Türme. Das passt alles. Unser Turm ist ready. Ach ja, die Dings habe ich noch weggekloppt. Habe ich ganz vergessen zu erklären. Zu sagen. Die, ja, Dartfabs. Die habe ich schon mal weggemacht. Muss uns halt nur noch mal überlegen, was uns da was Neues für einfallen lassen oder ob wir überhaupt machen wollen, verwenden wollen. Ne? Dann müssen wir uns überlegen. Da bin ich mir halt gerade noch nicht so sicher. Das ist mir überhaupt nicht gefallen. Deswegen bin ich am Zipper ja gestorben, ne? Wegen den Traps. Weiter auch überhaupt nicht auf die Gesundheit geachtet haben. Jetzt die kompletten Dinger, die sind in die Schuld, die Schuld in die Schuhe schieben. Ja. Die sind verbockt, selber habe ich es auch, aber. Man hat auch komisch auf die permanent geschossen haben. Aber ist jetzt so. Ja, gut, mal, da haben wir schon eine Seite auch fertig. Haben wir noch genug Beton da? Mehr holen. Also, so. Unten sind wir ja auch wieder noch am Mischen, ne? Sehr schön, sehr schön. Das ist los. So. Baumaterialien. Beton. Unten ist ja auch noch, ne? So ist es jetzt nicht. Unten haben wir ja auch. So,
Also mal schon mal diese Ecke hier fertig kriegen, das wäre echt schon mal sensationell, weil da müsste man nicht sofort rauslaufen, wenn man noch was hört. Ne? Weil bei der einen Seite hätte ich die mir viel gefehlt, dann wäre ich da wieder drin gewesen. Gerade viel Eindruck, klar. Wissen wir, ne? Da geht ja wieder Material drauf, ne? Das kennen wir, das Spielchen. Mal gucken, ob wir das jetzt alles auf einmal hinkriegen, ne? Naja, haben wir schon mal zwei Seiten fertig. Ne? Irgendwann klopfe ich dann da oben die restliche Mauer raus, dann machen wir das auch noch, dann wird das besser aus und auch noch fertig. Dann können wir von mir aus irgendwann das Ding ein bisschen anpinseln, damit das ein bisschen besser ausschaut. Haben wir gerade erst einmal angefangen mit Beton. Ich wollte gerade sagen, wie Beton haben wir denn jetzt noch? Klackt sie auf dem Server teilweise, ne? Ja, ich hatte vorhin auch schon ein Level ab. Gerade sehe da unten, wie die XP halt gerade da oben rasen, ne? Ich soll mal gucken, ob wir drauf machen, ne? Weil das mit der Muni, das war ja, ja, nicht das, was wir wollten, ne? Tage noch, dann ist Horden noch wieder, ne? Aber wir sind gut dran. Wir sind echt gut dran. Muni machen. Fight Basis heile. Läuft, würde ich sagen. Ach komm, wir damit kriegen wir durch die andere Seite auch noch fertig. Damit kriegen wir noch ein paar Meterchen. Bisschen was kriegen wir damit noch gepackt. Zwei Reihentüren hätte, ne? Könnte man da auch eine schöne Tür reinmachen. Fertig, ne?
Aber sowas gibt es ja nicht. Zwei Blocktüren, so. Das wollte ich so. Frag mich gerade, warum das hier auf einmal irgendwie gerade so ein bisschen ruckelt. So extrem irgendwie, ne? Also Traps-Einbrüche sind es nicht. Latenz. Selber Ping. Und dann würde ich sagen, das ist der Server, oder? Guck gerade nicht hinterher, warum hat denn der Striker? Warum passiert denn da gerade so viel? Was ist denn da los? Machen wir eine kleine Überlänge, machen wir das mal zusammen fertig hier. Anderen Seiten kann ich ja dann alles von mir aus auf Screen machen. Egal, aber machen wir mal die Hauptwand. Machen wir zusammen. Mal gucken, wie viel XP wir jetzt natürlich gleich über den Lauer voll hier. Ja, das sieht auch nice, ne? Dann machen wir noch eine Schräge drauf, damit das am Abschluss dann ein bisschen besser ausschaut. Genauso wie auf der anderen gegenüberliegenden Seite machen wir den, wie bei dem Grab bei den Fightbase, so machen wir den halt, so dass man den da die Viecher hochlaufen können. Und dann ist gut, ne? Und das gleiche spielen hier drauf, damit das besser aussieht. Dann klopft die Finger da irgendwann noch raus. Ja, hier haben wir genau ein Eisen gekratzt, ne? So, machen wir das mal ein bisschen anders. So eintönig wird. Machen wir ein anderes Muster, ne? So, komm, machen wir das so wieder. Ich dachte, wir sind schon weiter. So, machen wir die eine Seite nochmal. Was das Bedrock. Immer 500 Meter Entfernung, komischerweise, ne? Ganz genau, wo die schon rumgepollert haben, die Viecher, ne? Zombos. Da haben wir ein zu viel. Also, so. Leute, Leute. Lasst euch sagen. Das hat 12 geschlagen. Nein, hat es nicht. Genau noch in unserem Gebiet drin, ne? So Leute, letzte Wand. Dann haben diejenigen, die das nicht sehen wollen, haben. Diejenigen, die es sehen wollen.
Base so groß mit ganzen halt verschiedene und so weiter. Können ja dran bleiben, ne? Aber einmal so und da kommen wir jetzt mal unten an. Gehen wir mal unten rein. Aber ich habe die Leckerei aufgehört, ne? Leckerei, die Lachs haben aufgehört. So, das ist nur nicht ganz so. Vorstadt eine halbe Stunde, 40 Minuten, das ist auch nicht schlecht. Wir haben mal überlegt, ne? Machen wir nicht wirklich? Wollen wir ein bisschen sicher? Wollen wir nicht wirklich machen? Ich komm, machen wir. Bei solchen Sachen weiß ich immer nicht. Soll ich das lieber ausspielen machen oder lasse ich euch lieber dabei? Wollt ihr das sehen? Wollt ihr das nicht sehen? Wollen wir ein bisschen quatschen? Wollen wir nicht quatschen? Kann ich schlecht einschätzen, ne? Schwer einschätzen, kann das mal so. Ein oder andere möchte sehen, wie unsere Base so entwickelt und besser wird und stärker wird. Bin ich zwar schon mal froh, dass man nicht sofort rauslaufen muss, wenn Zombie an der Wand klingelt. Zeit. So, Leute, haben wir es geschafft. Alter, fast Level up wieder. Airdrop lassen wir, ne? Ich überlege jetzt gerade. Wollt ihr überhaupt noch reinmachen? Oder wollen wir hier auch eine Schräge rum? Das rollt ja überhaupt, bis es auch rein geht. Tan 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 tan. Dann rollt er auch einmal. Dann wäre die Frage, haben wir es richtig rum drin oder nicht? Ah, würde reingehen, ne? Aber wie rum ist es dann? Alter, gleich noch ein Versuch Glück gehabt, aber ich hab's gedreht, ne? Das war wieder in die Hose gegangen. Okay. Das ist doch nicht gemoppelt zwar, aber irgendwie müssen wir ja hier rüber, ne? Ich möchte ja, wie gesagt, dass die Zombies dann halt dementsprechend, wenn sie hier dann reinfallen und so gut wie von alleine sterben. Das ist mein Ziel. Das werden wir auch so umsetzen. Später kann man das alles nochmal elektronisch machen, aber wir haben halt noch nicht die Möglichkeiten dafür. Ne? Was müsste man denn skillen? Stopp halt. Das ist das Falsche. Brücke. Für elektronische Brücke müsste man, es geht fortgeschrittener Ingenieur. Fortgeschrittener Ingenieur. Gleich auch mal ausmachen. Hier müsste das sein, ne? Fortgeschrittener Ingenieur. Okay. Den könnten wir. Das könnten wir durchziehen, ne? Da könnten wir alles bauen, was wir wollen.
Überlegen wir uns noch mal, ne? Wir haben ja hier gleich Level 4. Hierfür brauchen wir einen Punkt. Intelligenz Level 10. Eine Schrot wird geschützt. Alle Rezepte für die Schmiede kosten weniger 15. Schmiede Stahlelektronischen kostet 25%. Fertigen von geschmiedeten Stahl. Ja, das hätten wir vorher wissen müssen, ne? Okay, Leute, ich entlasse euch. Ich wünsche euch einen schönen Abend, einen schönen Tag. Je nachdem, wann euch die Folge anschaut. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ciao, ciao, euer Spiker.